Jetzt geht's los. Herzlich willkommen von der Playa de Palma. Wir sitzen hier im wunderbaren Zell Blau, einem kleinen Familienrestaurant. Und ich habe gerade Malik Fatih hier wieder gesehen. Den habe ich, kenne ich noch von vor ungefähr 10 Jahren von Hertha BSC. 12 Jahre passt. 2003 bis 2008. Und dann bist du so ein bisschen aus dem Berliner Radar verschwunden. Wo warst du denn die letzten Jahre überall? Überall und nirgendwo. Ich bin ja dann nach Moskau 2 Jahre. Wollte mal was Neues sehen, was Neues erleben. Bin dann von Moskau nach Mainz. Hatte eine Zwischenstation noch in der Türkei und bei 1860 München. Und bin jetzt auf der allen bekannten Insel gelandet, Mallorca. Und ja, genieße hier die Zeit. Aber du genießt hier nicht, du musst auch tatsächlich noch schaffen. Absolut. Du spielst bei Atletico Balear. Balear. Das kennt, glaube ich, in Deutschland niemand. Was ist das für ein Verein? Mittlerweile würde ich gar nicht sagen, dass es niemand kennt, weil in dem letzten Jahr doch die Medienpräsenz doch sehr gewachsen ist. Also auch mit meinem Wechsel dorthin, auch weil ein Berliner Investor, Ingo Volkmann, dort jetzt zugange ist, den Verein übernommen hat und eben versucht, eben aus einem kleinen Amateurverein eben wirklich was Professionelles zu machen. Da sind wir gut dabei, also der ganze Umfang und ganze Drumherum wächst. Und ja, das ist unser Ziel, ist die zweite Liga. Das ist mein Ziel, ist das Ziel des Vereins und natürlich von Herrn Volkmann. Und ja, wir probieren gerade alles, um dahin zu kommen. Wie lief denn die letzte Saison so für Atletico Balear? Ja, die war noch recht durchwachsen. Wir sind im Endeffekt nicht aufgestiegen. Wir haben den Cup geholt, die Copa der Federation. Und das ist uns das erste Mal in der Historie des Vereins gelungen. Und ja, was genau ist das? Ja, ich würde mal sagen, das ist unter der Copa del Rey anzusiedeln. Ne? Man muss erstmal den Cup der Balearen gewinnen und dann qualifiziert man sich halt spanienweit. Und im Endeffekt haben wir den Cup jetzt geholt nach 16 Spielen, was auch auf jeden Fall eine Nummer ist. Und ja, ich sag mal so, das ist der Anfang. Und jetzt im Sommer sehen wir zu, uns noch irgendwie zu verstärken. Und dann ist im nächsten Jahr wieder das Ziel, der Aufstieg in die zweite Liga. Ich glaube, das ist ungefähr der Traum eines jeden Mallorca-Urlaubers, hier tatsächlich auch zu wohnen. Wie ist es hier für dich? Also du wohnst jetzt seit knapp 1,5 Jahren ungefähr, kommt das hin? Ja, ein Jahr, 4 Monate sind's und ja, es ist, Mallorca ist ein Traum und gibt sehr, sehr facettenreich. Man kann von Megapark-Stimmung natürlich bis hin zur absoluten Ruhe hier alles haben und deswegen genieße ich auch die Lebensqualität hier auf jeden Fall. Dein Trainer ist Christian Ziege. Richtig. Den habe ich, glaube ich, das letzte Mal wirklich wahrgenommen, als er, wann war denn das, 2002 nach der WM in Japan granatenvoll auf dem Frankfurter Rathaus stand und kaum noch gerade ausreden konnte. Wir sind Zweiter geworden damals. Mhm. Ich hätte den niemals so als Trainer verortet. Was kannst du mir über den erzählen? Hat er dich hier sogar hergeholt? Oder? Nein, er ist seit Winter hier. Und ja, als Trainer denke ich, versucht er die richtigen Hebel anzuschalten, die wir brauchen, um aufzusteigen. Eben gerade im Spielerischen, dass wir uns dort verbessern und auch als Mannschaft besser funktionieren. Weil hier hast du natürlich mit den Spaniern hast du immer sehr viel individuelle Qualität. Der Unterschied dann zu Deutschland, gerade jetzt zur dritten Liga, ist da wahrscheinlich das ganze Team irgendwie wirklich das ein Rädchen ins andere greift. Und das probiert er gerade. Wir sind auf dem richtigen Weg. Leider konnten wir es jetzt noch nicht so in Punkten. Die Spielqualität ist aber schon wesentlich höher als vorher. Ist das jetzt sozusagen das Ende deiner aktiven Laufbahn? Willst du das hier auf Mallorca bestreiten? Oder, weil du hast noch 2, 3, 4 Jahre eventuell vor dir als Spieler, ja, oder? Ich bin jetzt 32, werde im Oktober 33. Habe jetzt erstmal noch ein Jahr. Wenn wir aufsteigen, dann theoretisch gesehen auch noch ein weiteres Jahr. Und es sieht alles ganz danach aus, dass Mallorca als Fußballspieler auf jeden Fall die letzte Station wird. Aber man soll niemals nie sagen. Deswegen bin ich gespannt, was... Warte ganz kurz. Und da sind wir gerade kurz unterbrochen worden wegen einer Netzschwankung. Ich bitte um Entschuldigung, aber es waren nur 2 Sekunden, die da gefehlt haben. Es gibt hier einen Verein, RCD Mallorca. Richtig. Den kennt auch in Deutschland jeder. Wie sehen die denn das, dass es da einen neuen aufstrebenden Verein namens Atletico Balear gibt, der ebenfalls in die zweite Liga drängt? Ist das schon ein ganz massives Konkurrenz? Massiv würde ich noch nicht sagen, aber die gucken auf jeden Fall mit dem einen Auge schon auf uns rauf. Wie auch übrigens andere Mannschaften, zum Beispiel wird jetzt unser Manager morgen zum Finale Copa del Rey nach Madrid eingeladen, war Madrid, glaube ich, ne? Spielen die dort? Weiß ich nicht. Ich glaube, er hat Madrid zu mir gesagt, weil halt auch andere Mannschaften, auch erstklassige Mannschaften, gerade in Spanien eben
anfangen zu verfolgen, was hier so läuft bei Atletico Baleares, auch gerade im Jugendbereich, ist der ein oder andere sehr interessiert. Und das liegt halt auch an der Arbeit, die eben ja, mit dem Herrn Volkmar, mit dem Herrn Meso hier hergekommen ist. Und das ist auf jeden Fall ja, ist ein Augenmerk mittlerweile, der Verein. Du warst bei Hertha in der ersten Liga. Ja. Du hast vor 80.000 Leuten im Maximum gespielt. Jetzt spielst du vor 1.000 bis 2.000 Leuten. So ungefähr. Wie ist denn das eigentlich, wenn man weiß, okay, man war früher mal ganz oben und dann geht man relativ weit runter, kann man ja schon sagen, dritte Liga hier. Ist das, wie verarbeitet man sowas? Ist das eine Belastung für die Psyche vielleicht auch? Oder? Eine Belastung nicht, ist immer die Frage des Fokus. Also damals war ich, klar, in der ersten Bundesliga. Es war sehr beeindruckend, immer unter der Kulisse zu spielen. Jetzt ist die Kulisse wesentlich kleiner. Ich kann nebenbei aber auch schon ein bisschen zukunftsorientiert meinen Weg vielleicht präparieren. Und hinzu kommt, dass ja Ambitionen da sind, auch im Profibereich da Fuß zu fassen. Und deswegen ist es für mich ja, eine andere Aufgabe, aber hat jetzt nicht unbedingt wesentlich weniger Qualität für mich. Also ich mache das hier gerne, die Spieler sind im Herzen dabei. Die Drucksituation für mich bzw. die Erwartungshaltung ist jetzt nicht unbedingt geringer, weil gerade hier wird dann natürlich vielleicht sogar noch mehr von mir erwartet als in der Bundesliga, weil da alle auf einem ähnlichen, sogar natürlich auch höheren Niveau waren als ich. Aber es ist spannend, es macht Spaß und ja, ich bereue den Schritt nicht und freue mich, dass ich hier bin. Bist du denn ab und zu nochmal in Berlin? Nutzt du Möglichkeiten, um wieder zurück nach Hause zu kommen? Ich war sehr selten in Berlin. Weil halt auch, klar, es sind nur 2,5 Stunden, aber dann hast du mal einen Tag oder 2 Tage frei. Außerdem habe ich sowieso so viele Anfragen vom Besuch hier auf Mallorca, die hatte ich in meiner ganzen Karriere noch nicht. Also Kumpels, deswegen, die sich nach Jahren wieder deswegen melden. Deswegen gehe ich eigentlich meistens nicht nach Berlin, sondern Berlin kommt zu mir. Das ist auch nicht schlecht. Du hast gerade schon über deine Zukunft so ein bisschen was angedeutet. Also du machst dich fit für das nächste Jahrzehnt. Okay, mein Hund, was machst du denn da? Emma, was machst du da? Nicht die Blumen fressen. Das ist übrigens Maliks Hund. Emma, ein Mops. Mir ist es ein Mops, ein Bulldogge. Französische Bulldogge. Ich verwechsel Emma, die beiden immer. Hör nicht hin. Oh, bei Emma habe ich sie aber gerade schon massiv verschissen. Also wie geht's bei dir und in deiner Karriere weiter nach der aktiven Laufbahn? Ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir auch gerade. Ich habe über ein ILS-Studium habe ich eine Mentaltrainerausbildung gemacht, die ging 1,5-2 Jahre. Die für mich einen hohen Wert hat, weil ich gerade im heutigen Fußball denke, dass gerade die Psyche halt den hauptsächlichen Unterschied macht, wenn man mal nicht gerade bei Bayern oder Barcelona spielt. Hinzu kommt, dass ich ein Sportmanagement absolviert habe und auch die Trainerscheine jetzt machen werde. Also es wird darauf hinauslaufen, dass ich im Sport irgendwo bleibe. Die Frage ist nur, in welcher Funktion und wo. Kannst du dir vorstellen, länger hier auf der Insel zu bleiben und hier auch eventuell Trainer zu werden? Oder zieht es dich dann wieder in professionellere Regionen, um es mal so zu sagen? Na, mit der Professionalität hat das jetzt noch nicht so viel zu tun. Wie gesagt, ich muss mir erstmal klar werden, was ich überhaupt möchte. Ich denke, früher oder später werde ich in Berlin wieder landen, weil Berlin ist nun mal meine Heimat, da ist auch mein Umfeld. Übrigens, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Mir hat gerade die Telekom gesagt, jetzt ist mein Datenpass verbraucht. Ich muss mal einen neuen kaufen, wir sind aber in 30 Sekunden wieder da. Danke fürs Verständnis. Ciao. Warte. So, sind wir wieder da? Also ich habe gerade einen neuen Datenpass geholt, der sagt mir hier aber irgendwie trotzdem noch eine schwache Verbindung. Wir kriegen das trotzdem noch rum. Es läuft. Oh, jetzt läuft es wieder. Oh, toll. Geht das mittlerweile schnell? Bin ich in HD? Natürlich bist du in HD. Wo waren wir eigentlich gerade stehen geblieben, als dich der Datenpass abgelenkt hat? Bei deiner Zukunft. Zukunft, genau. Zukunft. Ja, ich weiß nicht, wie viel noch drauf ist. Alles drauf. Ich bleibe im Sport. Wie lange das hier auf Mallorca ist, wird man sehen. Ich denke, ich weiß, früher oder später werde ich nach Berlin zurückkommen, weil da halt auch mein Umfeld, meine Familie ist. Aber so genau, wie das dann ablaufen, weiß ich nicht. Habe auch keine Lust, zu weit in die Zukunft zu gucken. Ich habe jetzt ein Jahr Vertrag noch bei Atletico Baleares und da liegt natürlich eben der Fokus darauf, eben aufzusteigen. Was macht man hier eigentlich so im Winter, wenn wirklich eigentlich keinerlei Tourismus hier herrscht? Ja, von der Hauptsaison erstmal entspannen, wo es ja hier sehr bevölkert ist auf der Insel. In Palma ist eigentlich auch immer Trubel, gerade mit den Einheimischen und auch ein paar Leuten, bei Bootsarbeiter, Yachtarbeiter sind alle dann in Palma. Ne? Und da kann man dann auch mal hingehen, wenn es einem langweilig wird. Aber wie gesagt, ich genieße natürlich auch mal die Fiesta in Arenal.
Bin aber allerdings dann auch eher so der Typ, der dann auch ganz gerne mal abschaltet oder eben auch die ruhigeren Bereiche besucht. Wo guckst du denn heute Abend das Pokalfinale? Im Bierkönig oder im Megapark? Das aufgrund ein paar Freunde werde ich das im Megapark schauen, denke ich. Bin mir aber noch nicht sicher, wo es da jetzt genau ist. Aber man kann sich auch massiv in Schwierigkeiten bringen, indem man sich hier positioniert. Das haben wir schon gelernt. Nein, ich gucke in Kalerad, ja, da fällt mir gerade ein. Ihr habt jetzt gerade Saisonende. Ja. Das heißt, wirst du jetzt noch ein bisschen Urlaub machen? Wahrscheinlich, und wenn ja, wahrscheinlich nicht auf Mallorca, oder? Nee, ich werde nach Berlin zurückgehen und den Monat dort eben auch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht regeln konnte, weil ich die ganze Zeit hier war, regeln, Freunde treffen, Familie vor allem sehen und ja, dann wieder hochmotiviert und voller Energie in die Vorbereitung gehen, die brutal heiß ist hier übrigens. Ja, wird auch von Tag zu Tag wärmer hier, blauer Himmel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Malik Fatih. Wir kennen uns noch früher von Hertha BSC. Also ich kenne ihn, er kannte mich nicht. Danke fürs Gespräch und viel Erfolg bei Atletico Valera. Ja, so richtig erkannt hast du mich auch nicht. Schuld ist der Mann. Der, genau. Das, er nennt sich übrigens der Checker und er kennt jeden hier auf der Insel. Arbeitet im Casino am Ballermannsee. Stargame, dürft ihr uns gerne besuchen kommen. Und genau, wenn ihr mal Fragen habt zum Ausgehen oder so, merkt euch dieses einfach Gesicht. Und er ist mein inoffizieller Manager. Ne? Danke fürs Gespräch und viel Erfolg. Ich danke euch, viel Spaß. Guckt euch an. Tschüss. Ciao.